Fuchs und des Tosen Arm, ein Mann und ein Weib. Und Fuß mit dem Fuß gewann einen Sohn sechs Gehäut. Audunda gab ihm Nahrung hin, die aus dem Maise aufgetaucht. Welche ans Salz mit Steinen leckte, wo heraus sein Haupt am dritten Tag ein ganzer Mann, welcher Buri war, schön und stark herkam. Dessen Sohn der Bürge hießen, der mit Bester einer Riesen sich vermählen ließ. Thank you.
sie fanden zwei leblose Bäume, die nicht besaßen Seelen, noch Verstand, noch Verstand. Erschufen des Bösen, mächtige Asen zu machen. Alles im Menschenpaar. Ein Vater schenkt dir die Seele, der zweite den Segen, und der dritte gab das Blut zu beiden hin. Mit Gott war ihr Leben sein, welches sie bekamen, so wie ein paar Kleider und einen Namen. Menschenpaar, was von den Göttern erschaffen war, von jenen beiden stammen die Menschen ab. Ich Odin beobacht von seinem Hochsitz herab, Hochsitz herab, Hochsitz herab.
Singen wir nach Skalt und lesen die Asen, entscheiden die Wette zu lösen. Damit kam Odin von Loki, den Gehr, der sein Ziel immer trifft. Sif, das güldene Haar, so wie Freya das Schiff, was stets Farbe in Farben wird und sich so klein falten lässt wie ein Tuch. Darauf gab Kroppwall Vater den kostbaren Ring, dem Freier, den goldglänzenden Ebert und den Borski, der durch Luft und Wasser Tag und Nacht schneller durchheilte als jedwedes Pferd. Turba bekam Jelmir den Hammer mit dem zu kurzen Stiel, der alles zermalme, was er traf und sein Ziel niemals verfehle und stets in die Hand des Besitzers zurückkehre und nach Berlin so klein wird, dass er ihn auch noch am Busen tragen könnte. Da urteilten die Götter, dass der Hammer das Beste sei.
Menschen da. Nicht, auch keine von dem weißen Wannengeschlecht. Gekommen bin ich zu werben hierher mit Brautgeschenken von Freier, meinem Herrn, meinem Herrn, meinem Herrn, meinem Herrn. Schlagen, wenn sie sich weigern will, auf den Vater zu fliehen.
Richtung.